Geld, 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 Geld. Alles andere ist scheißegal. So ist unsere Gesellschaft. Und damit du mehr von dem hast, was am wichtigsten im Leben ist, hier die 15 ultimativen Spartipps. Trotz aller kleiner Tipps, um Geld zu sparen, gibt es eine Grundregel. Wenn du sparen willst, musst du mehr Geld einnehmen, als dass du ausgibst. Ist ja logisch. Schreib dir daher deine Einnahmen und Ausgaben auf. Sammle über mehrere Monate Kassenzettel und führe ein Haushaltsbuch. Gehst du jeden Tag essen? Rauchst du pro Tag 2 Stangen Zigaretten oder sammelst du Diamanten? Erst wenn du weißt, wofür du Geld ausgibst, kannst du Geld sparen. Die meisten überflüssigen Käufe, die du tätigst, sind Spontankäufe. Und um spontan etwas zu kaufen, brauchst du Geld natürlich. Hab daher immer nur so viel Geld bei dir, wie du für den Tag dringend brauchst. Den Rest lässt du einfach zu Hause. Das gleiche gilt für Kredit- und EC-Karten. Wenn du kein Geld dabei hast, dann kannst du auch kein Geld ausgeben. Und wenn du unterwegs etwas siehst, das du unbedingt haben willst, dann musst du bis zum nächsten Tag nochmal drüber schlafen. Und plötzlich hast du dann vielleicht gar keine Lust mehr, dir einen IOHAWK zu kaufen, sondern bleibst einfach beim Longboard. Welche Fixkosten hast du monatlich? Überprüfe deinen Stromanbieter, deinen Handytarif, deinen Internetanbieter, deine Versicherung. Gibt es vielleicht günstigere Alternativen? Informiere dich im Internet und schon kannst du jeden Monat hunderte Euro sparen. Alle Getränke, die du in Supermärkten und an Kiosken kaufen kannst, sind im Prinzip unnötig. Die Qualität des Leitungswassers in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist überall so gut, dass du es bedenkenlos trinken kannst. Softdrinks und Limonaden kannst du dir eh sparen. Die sind nicht nur teuer, sondern auch ungesund. Und wenn du den Rest deines Lebens nur noch Leitungswasser trinkst, wirst du nicht sterben, aber Geld sparen. Außerhausessen ist immer teurer als selbst zu kochen. Nimm dir also Essen und Getränke mit, wo immer du hingehst, ob Schule oder Arbeit. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass du dich dann umso mehr freust, wenn du dir dann doch mal alle 2 Wochen einen richtig geilen Burger gönnst. Das gleiche gilt übrigens auch für Kaffee. Mach dir welchen zu Hause und nimm ihn in einer Thermoskanne mit. Schon sparst du locker 10 Euro die Woche. Mach dir eine Einkaufsliste und kaufe dann auch nur das, was darauf steht. Und gehe am besten nur ein- oder zweimal pro Woche einkaufen und kaufe möglichst große Portionen ein. Je größer die Pakete, desto kleiner der Preis pro Kilogramm. Kaufe Lebensmittel ein, die möglichst wenig verarbeitet sind. Eine Tiefkühlpizza ist nur scheinbar eine günstige Wahl. Jeden Verarbeitungsschritt, der an einem Lebensmittel durchgeführt wird, musst du bezahlen. Und du weißt Bescheid, geh nie, nie, nie hungrig einkaufen, denn sonst kaufst du mehr, als du brauchst. Falls du Bücher liest, was ja grundsätzlich eher unwahrscheinlich ist, dann solltest du über eine Mitgliedschaft in einer Bibliothek nachdenken. Die meisten Bücher liest man ja eh nur einmal und eine Büchereikarte ist so billig, dass du sie schon raus hast, wenn du nur 2 Bücher im Jahr liest. Darüber hinaus gibt es in allen größeren Bibliotheken Tonträger und Blu-rays. So hast du eine Rundumversorgung mit Medien zum kleinen Preis und das sogar legal. Wenn du gerne und oft zum Friseur gehst, dann frag doch mal nach, ob der Azubi dir deine Haare schneiden kann. Die meisten Friseure bieten sowas deutlich günstiger an als einen normalen Haarschnitt und der Azubi wird grundsätzlich sein Handwerk beherrschen, denn sonst würde der Chef ihn ja gar keine Haare schneiden lassen. Egal wie wenig Essen nach dem Abendbrot übrig ist, schmeiß es auf gar keinen Fall weg. Du kannst es dir am nächsten Tag als Snack reinballern oder was anderes dazu kochen und schon hast du eine vollwertige Mahlzeit. Wenn du einkaufen gehst, dann achte darauf, dass du Obst und Gemüse kaufst, das gerade Saison hat. Das ist nicht nur frischer, gesünder und schont die Umwelt, saisonales Gemüse ist auch noch deutlich günstiger. Jedes Kino hat einen Kinotag, an dem du günstiger ins Kino kommst. Nutze dieses Angebot, damit du nicht für den neuen Star Wars Teil in 3D 23 Euro Eintritt zahlen musst. Stromsparen ist super easy. Guck dir mal unser Video dazu an, wenn du ein paar Tipps brauchst. Wie viele Klamotten hast du im Kleiderschrank, die du nicht mehr anziehst? Oder wie viele PlayStation-Spiele hast du, die du gar nicht mehr spielst? Verkaufe das alles so schnell es geht und schon hast du Geld für neuen Scheiß. Den kaufst du dann am besten auch gebraucht, denn dann kannst du direkt noch mehr sparen. Brauchst du wirklich eine neue Hose oder wirklich ein neues Handy oder tun es auch noch die alten Sachen? Warte erstmal ein paar Tage und schlafe darüber. Ihr kennt das doch sicher auch. Ihr habt euch gerade das neue iPhone 6s gekauft und seid die ersten Tage voll glücklich damit, aber nach einer Woche habt ihr euch schon komplett daran gewöhnt und wenn ihr mal ehrlich seid, hätte das iPhone 5 auch vollkommen gereicht. Werde auch stutzig, wenn dir versprochen wird, dass du Geld sparst, wenn du dir etwas kaufst. Wenn du dir ein iPhone für 750 Euro statt 800 Euro kaufst, dann hast du keine 50 Euro gespart, sondern 750 Euro ausgegeben. Wirklich sparen tust du nur dann, wenn du etwas nicht kaufst. Überlege mal, wie lange du für ein neues Handy arbeiten musst. 2 Wochen, 3 Wochen und für ein neues Auto 5 Jahre? Ist es dir das wirklich wert? Vielleicht motiviert dich dieser Trick auch auf unnötige Ausgaben zu verzichten. Wenn ihr nicht nur sparen, sondern richtig reich werden wollt, dann klickt hier auf das Video, da erklärt euch die Kim, wie das geht. Die Links findet ihr natürlich auch in der Infobox. Tschüss!